Hatos großes Rennen. Willkommen zum großen Rennen in Pocoyos Welt. Seht euch nur die prächtige Trophäe an. Hato sieht sehr siegessicher aus. Und hier bereiten die Fahrer ihre Autos auf das Rennen vor. Musst du nichts vorbereiten, Hato? Oh, ich sehe, du hast auf ein Paket gewartet. Ich frage mich, was da drin ist. Der große Gewinnermotor. Jetzt kannst du dein Auto vorbereiten. Hato, dein Auto lebt. Glaubst du wirklich, dass dein Auto dich versteht, Hato? Oh, es versteht dich tatsächlich. Das große Rennen beginnt. Die Fahrer lassen ihre Motoren aufheulen. Gleich finden wir heraus, wer der Schnellste ist. Hato? Hato? Wo ist Hato? Oh, da ist er ja. Alle sind startklar. Auf die Plätze. Fertig. Los! Pocoyo, ich würde mich nicht zu früh freuen. Dich scheint nichts aufhalten zu können, Pato. Nichts außer das Ballorchester. Sei nicht sauer, Pato. Was ist denn falsch daran, ein wenig zu tanzen? Oh, oh je. Und das Rennen geht weiter. Pato überholt Pocoyo. Eine Eisenqualle, meine Damen und Herren. Was für ein Ringen um den Sieg. Pato ist auf der Überholspur und... Oh, was ist los? Oh, hallo Nina. Ha, dein Auto möchte wohl lieber Ball spielen. Ist das niedlich. Das siehst du wohl anders. Pato ist zurück im Rennen. Er ist Ellie auf den Fersen. Er kommt immer näher, aber... Was ist das? Oh nein! Pass auf, Ellie! Und Ellie ist in Sicherheit. Zum Glück. Nicht wahr, Pato? Pato? Was machst du da, Pato? Oh. Oh, oh. Ein Beweis für Kameradschaft. Was für ein Beispiel für Fairplay. Und eine wohltuende Schönheitsbehandlung. Das Rennen geht auf die Zielgerade. Pato überholt Ellie. Dann Pocoyo. Er fährt auf die Ziellinie zu und... Oh,
so knapp. Und Ellie ist die Gewinnerin, gefolgt von Pocoyo. Was für ein Rennen, meine Damen und Enten. Der Pokal! Du hast recht. Wahre Sieger des Rennens. Pato, denkst du wirklich, du verdienst diesen Pokal? Er ist für das Auto. Es hat allen geholfen, meinst du nicht auch? Vielleicht hast du das Rennen verloren, aber dafür hast du einen neuen Freund gewonnen. Richtig so. Ein Hoch auf eine erfolgreiche Freundschaft. Macht's gut, bis bald. Sind wir schon da? Hallo, Ellie. Machst dich auf zum Strand? Ah, einen ruhigen Tag ganz für sich allein. Das klingt sehr entspannend. Oh, schau mal, da ist Pato. Ellie, ich habe den Eindruck, dass Pato gerne mit dir mitkommen würde. Was meinst du, Pato? Du hättest nichts dagegen, am Steuer zu sitzen? Das ist sehr nett von dir. Was hältst du davon, Ellie? Gemacht, Pato. Ellie hat sich auf einen entspannten Tag gefreut. Ah ja, viel besser. Mehr Freunde, Ellie? Nun, einer mehr kann wirklich nicht schaden, oder, Ellie? Und los geht's, alle zusammen! Was ist los, Nina? Aber sicher, Pato. Du solltest besser anhalten. Du auch, Pocoyo? Gehen wir.
großartig. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wo lang geht's zum Strand? Ah, sehr gut, Ellie. Vielleicht kann er uns erklären, wie wir da hinkommen. Aber wir sind genau wieder am gleichen Platz gelandet. Oh nein, nicht schon wieder. Zuletzt. Möge der Spaß in der Sonne beginnen. Nun, Ellie, es geht doch nichts über einen so wundervollen Sonnenuntergang im Beisammensein mit deinen Freunden, oder? Auch wenn es ein wenig schwierig ist, an den Strand zu kommen. Tschüss, ihr alle. Das große Rennen. Schaut mal. Da sind Pocoyo und Ellie. Sie sind auf einer Spazierfahrt. Hallo, Pocoyo. Hallo, Ellie. Es gibt ja wirklich nichts Schöneres, als an einem herrlichen Tag ganz entspannt dahin zu sausen. Man fühlt sich großartig und das erst recht, wenn Freunde dabei sind. Das sieht ja ganz so aus, als ob aus der gemütlichen Spazierfahrt ein Rennen wird. Und da ist auch Pato. Aber wo will er denn hin? Ach, da ist er ja wieder. Verstehe. Pato möchte, dass Pocoyo und Ellie ein richtiges Wettrennen machen. Wie aufregend. Kommt alle her. Ellie und Pocoyo machen ein Wettrennen. Sie wollen herausbekommen, wer schneller ist. Ich glaube, Pato möchte jetzt anfangen. Was sagt man, wenn ein Wettrennen gestartet wird, Pato? Genau, man sagt, auf die Plätze, fertig. Und was kommt dann, Pato? Oh je. Pato kann sich nicht erinnern, was danach kommt. Kann vielleicht einer von euch, Pato, helfen? Wie startet man das Rennen? Man sagt, auf die Plätze, fertig. Los! Und schon sind sie gestartet. Gut gemacht, ist das spannend. Ellie und Pocoyo fahren Kopf an Kopf. Uiuiuiui, ich glaube, jetzt haben sie auch noch Schlummerpieps geweckt. Oh, seht euch das an. Schlummerpieps will auch beim Rennen mitmachen. So richtig schnell scheint Schlummerpieps aber nicht zu sein. Jetzt sieht es so aus, als ob die starke Ellie die Führung übernimmt. Oh wei, was für ein Pech. Ellie steckt im Sand fest. Und jetzt saust Pocoyo davon. Er lässt Ellie in einer Staubwolke zurück. Natürlich in einem Sandberg. Aber Moment mal, Ellie hat eine Idee. Und was macht sie denn jetzt? Sie zieht sich selbst aus dem Sand. Zieh, Ellie, zieh! Sie hat es geschafft! Und sie ist wieder im Rennen. Das läuft ja wunderbar, Pocoyo.
Pocoyo. Du hast einen riesen Vorsprung. Da kommt man richtig ins Schwitzen, was? Oh nein, na das ist ja komisch. Was machst du denn jetzt, Pocoyo? Ein Eis. Du isst mitten im Rennen ein Eis? Also ich muss schon sagen, stellst dich hin und isst ein Eis. Du denkst wohl, du hast schon gewonnen. Pocoyo, du musst dich beeilen, wenn du das Rennen noch gewinnen willst. Und da ist er auch schon wieder gestartet. Seht euch diesen Pocoyo an. Ach, da kommt ja auch schon Schlummerpieps. Ellie und Pocoyo wieder Kopf an Kopf. Was für ein Rennen. Oh nein, was war denn das? Rennwagen und Roller sind völlig kaputt gegangen und das so kurz vor dem Ziel. Oh, 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 Pocoyo ohne Auto, Ellie ohne Roller. Wie sollen sie denn nun das Wettrennen beenden? Weißt du was, Pocoyo? Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr zwei das Rennen doch noch beenden könnt. Du hast ein Teil, das noch funktioniert. Und Ellie, du hast ein anderes Teil. Kann man daraus nicht ein neues Fahrzeug machen, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo und Ellie helfen? Wie kann man daraus ein neues Fahrzeug machen? Zusammenbauen! Baut es zusammen! Ganz richtig! Wenn ihr die Teile zusammenbaut, dann könnt ihr das Rennen gemeinsam beenden. Seht euch das an, Pocoyo und Ellie haben ein Rollauto. Perfekt. Und es scheint, als ob ihr beide das Rennen gewonnen habt, gemeinsam. Tatsächlich ist ja Schlummerpieps der Gewinner. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so wichtig, wer der Erste ist, sondern dass ihr Spaß habt. Und vor allem mit euren Freunden. Tolles Rennen, Pocoyo. Macht's gut und bis bald. Ein klitzekleiner Erlebnispark. Hallo alle zusammen. Wohin geht ihr denn so? Ah, so, ihr geht auf den Freizeitpark. Das klingt nach Spaß. Oh je, ich schätze, ihr müsst nun auf den nächsten Bus warten. Nun gut, keine Sorge. Heute fährt noch ein Bus. Und hier kommt er schon. Oje. Das war der letzte Autobus. Zu ärgerlich. Kein Freizeitpark heute. Aber vielleicht fällt euch etwas anderes ein, um Spaß zu haben. Was hast du denn für eine Idee, Nina? Questo Roberto, acqua! Questo cosa, ta ta ta!
gut gemacht. Aha. Und was nun, Pocoyo? Aber es schaut so aus, als ob sich Pato nicht so wohl fühlt. Jetzt ist Ellie an der Reihe. Das ist genial. Du hast eine Hindernisstrecke zum Spielen aufgebaut. Keine Sorge, Pato. Du schaffst das. Pato will euch seine Idee für eine neue Herausforderung zeigen. Roberto, ich glaube, Pato braucht da ein wenig Hilfe. Vorsicht! Ihr fliegt zu hoch! Mit ein bisschen Fantasie habt ihr euch einen eigenen Erlebnispark in der Wohnung geschaffen. Tschüss, alle! Ein toller Roller! Hallo, Pocoyo! Hallo! Hallo, Pato! Hey, was ist denn das? Roller, Roller, Roller! Wem mag wohl dieser schöne rosa Roller gehören? Ellie! Die Frage ist nur, was macht er hier? Vielleicht hat sie ihn vergessen? Was meint ihr? Sollen die zwei ihn zu Ellie zurückbringen? Ja, bring ihn zu Ellie, bringt ihn ihr! Oh, oh. Gemacht, Pato. Du bist ja ein richtiger Profi auf dem Roller.
Das sieht so aus, als ob Pato uns zeigen möchte, was ein richtiger Rollerprofi so kann. Wie man mit so einem Roller umgeht, Pato. Hey! Baby Pieps, dein Raupenroller gefällt mir außerordentlich gut. Pato findet es besser, wenn du ein paar Fotos von ihm machst. Das ist nicht ganz so gefährlich wie dein Raupenroller. Oh, das sieht aber sehr beeindruckend aus. Hoho! Seht euch das an! Ui, ich glaube nicht, dass Ellie das so richtig gut findet. Das ist Ellies Roller. Das scheint Pato total vergessen zu haben. Oh nein, pass doch auf! Oh, Pato, nein! Falls du dich erinnern kannst, das war Ellies Roller, Pato. Ellie! Was kann man denn da nur machen? Glaubst du wirklich, Ellie mag deine Skulptur genauso wie ihren Roller? Einer von euch Pocoyo sagen, wer da kommt? Ellie kommt! Pato, bist du das? Hallo, Ellie! Du solltest jetzt vielleicht lieber nicht mit deinem Roller fahren, solltest du jetzt lieber besser... Oh, Ellie. Wie du siehst, Ellie, dein Roller ist, zerbrochen. Oh! Moment. Aber Pocoyo und Pato kriegen das wieder hin. Keine Angst. Sie haben ihr Bestes gegeben. Wirklich, das haben sie. Du solltest sie nicht umarmen. Umarmen? Heißt das, du bist nicht verärgert, weil dein Roller kaputt ist? Was wird denn das? Ach, verstehe. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was Ellie da hat? Einen neuen Roller. Ellie hat einen neuen Roller bekommen. Ganz richtig. Und was für ein toller neuer Roller das ist. All die Aufregung umsonst. Prima, Pocoyo. Gut, wenn man immer die Wahrheit sagt. Macht's gut und bis bald. Rätselhafte Fußabdrücke. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was machst du denn da? Folgst du einer Spur? Von wem sind wohl diese Fußspuren?
Sie sind ziemlich klein. Ha! Ich weiß es. Sie haben genau dieselbe Größe wie Pocoyos Füße. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo beim Raten helfen? Wer hat diese Fußspuren gemacht? Pocoyo! Pocoyos Füße. Das ist ganz richtig. Pocoyo, du bist deiner eigenen Spur gefolgt. Nanu, was ist denn das? Schau, hier sind noch mehr Fußspuren. Und wer auch immer diese Spuren gemacht hat, er trägt keine Schuhe. Seht genau hin, er hat kleine Pfoten anstelle der Füße. Wer hat diese Fußabdrücke hinterlassen? Weißt du es, Pocoyo? Kann die Spur vielleicht von dir sein, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, helfen? Von wem sind die Fußspuren? Von einem Hund. Von Lula. Ganz richtig. Sie sind von Lula. Manchmal hinterlassen wir Spuren oder Abdrücke. Zum Beispiel, wenn wir am Strand durch den Sand laufen. Oh, diese Spur ist jetzt aber wirklich sehr rätselhaft. Wer oder was hinterlässt denn solche Fußspuren? Rund. Ja, sie sind rund. Groß. Du hast recht, sie sind auch groß. Viel größer als deine Fußabdrücke, Pocoyo. Große, runde Füße. Wer in aller Welt könnte solche Spuren machen? Pocoyo, weißt du, wer diese Fußabdrücke hinterlassen hat? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wer solch große, runde Spuren macht? Elli! Ihr habt recht. Das ist Pocoyos gute Freundin Elli. Hallo, Elli. Du hast aber wirklich große Füße, Elli. Hier kommt jemand, der ausgesprochen interessante Fußspuren hinterlässt. Hallo, Pato. Gehst du schwimmen? Was sind denn das für Spuren? Groß. Ja, wer immer diese Fußabdrücke gemacht hat, muss riesige Füße haben, sogar größere als die von Elli. Und zwar Schwimmfüße. Wer auch immer diese Spur hinterlassen hat, war sicher kein kleiner Junge, kein Hund und erst recht kein Elefant. Oder, Pocoyo? Also, wer könnte es sein? Monster! Oh nein, Pocoyo, ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Pocoyo? Pocoyo, wenn du vielleicht einmal kurz schauen würdest. Pocoyo! Pocoyo, es sieht nur so aus, als wäre hier in der Nähe ein Monster. Aber es gibt wirklich keinen Grund, sich zu fürchten. Sieh mal, Pato, das ist doch komisch. Die Spuren sind direkt hinter dir. Hast du gesehen, wer diese ungewöhnlich aussehenden Fußabdrücke gemacht hat, Pocoyo?
Kann es vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wessen Füße haben diese Spuren hinterlassen? Pato! 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 Richtig, das war Pato mit Schwimmflossen. Glückwunsch euch allen und Pocoyo. Ihr habt das Rätsel um das schreckliche große Monster gelöst. Wirklich gut gemacht. Macht's gut. Und bis bald. Nicht ohne meinen Hut. Ah, seht mal, hier kommt Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hui. Hui. Auwei, ist alles in Ordnung, Pocoyo? Weiß vielleicht einer von euch, wer da alles durcheinander bläst? Der Wind! Das ist der Wind! Ganz genau, das ist der Wind. Ach, seht mal, hier kommt auch Pato. Hallo, Pato. Hoppla. Oh nein, der Wind hat deinen Hut gemopst. Pato, was hast du? Pato, bitte, ich will dir doch helfen. Aber wie kann ich das, wenn du mir nicht sagst, was los ist? Wie war das, Pato? Du meinst, dein Kopf sieht komisch aus, so ganz ohne Hut? Also, Pato... Pato, Pato! 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 Pato, Pato! Pato! Spielen! Pato! Nun, ich muss sagen, das ist ein ziemlich fescher Vogelnesthut. Und jetzt gehst du spielen? Oh je. Pato, Pato. 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 Pato, wieso versteckst du dich vor Pocoyo? Ach, du hast Angst, dass er über deinen kahlen Kopf lacht. Spielen. Ja, das ist das Problem mit Wolkenhüten. Sie fliegen einfach weg. Pato, bist du dir wirklich sicher, dass du einen Blumentopf aufsetzen möchtest? Das passt auch nicht zu dir. Oh nein, dieser ganz bestimmt nicht. Ein bisschen zu heftig. Das sieht aus wie... Pato macht sich ja nur lächerlich. Kommt, wir rufen alle zusammen. Hör auf, Pato, bitte aufhören. Hör auf, Pato, aufhören. Nun, hier würde ich sagen, das ginge als Hut. Aber wirklich, Pato, du siehst auch ohne Hut richtig gut aus. Oh nein. Ach, der arme Pato. Er ist wirklich ganz verzweifelt. Thank you.
spielen. Pocoyo, Pato fürchtet, dass du über seinen Kopf lachen könntest. Aber weißt du, Pato, jeder hat etwas an sich, das er nicht leiden kann. Ellie sagt, sie denkt, ihre Ohren sind zu groß. Und Baby Pieps wünscht sich eine nicht ganz so komische Farbe. Und was ist mit dir, Pocoyo? Zu klein. Und Pocoyo denkt, er ist zu klein. Ich? Oh, was das Gesicht angeht, bin ich ja perfekt. Nein, im Ernst. Ich glaube, ich bin zu dünn. Aber Freunde merken solche Sachen doch gar nicht. Sie lieben dich so, wie du bist und nicht so, wie du aussiehst. Was denkt ihr? Mögt ihr Pato noch auch ohne seinen Hut? Ja, ja! Wir lieben dich, Pato. Auch ohne Hut. Pato, spielen? Bravo, Pato! Du hattest heute Mut ohne Hut. Prima! Pocoyo, macht's gut. Bis bald. Besenzauber. Ah, das sieht ganz so aus, als ob Pocoyo heute etwas bauen will. Es gibt ja auch wirklich nichts Schöneres, als einen tollen hohen Turm zu bauen. Hallo, Pocoyo. Hallo. Klar, noch mehr Spaß macht es, ihn wieder umzuwerfen. Am allerschönsten wird es aber, wenn ein Freund zum Spielen vorbeikommt. Ellie! Richtig, Pocoyo. Heute kommt Ellie zum Spielen. Na, das ist ja lustig. Ah, ich verstehe. Jetzt trampelst und trompetest du genauso wie Ellie. Findest du nicht, dass es gut wäre, ein bisschen aufzuräumen, bevor sie kommt? Aufräumen findest du wohl nicht so toll, hä? Hey, ein Besen! Ein richtiger Besen, das ist doch prima, oder? Ich glaube, Pocoyo interessiert sich sehr für diesen Besen. Weißt du, was man damit machen kann, Pocoyo? Sehr schön, aber das ist nicht ganz genau das, was ich meinte. Es sieht wirklich lustig aus. Weiß jemand von euch, was Pocoyo aus dem Besen gemacht hat? Ein Pferd! Es ist ein Pferd! Richtig, da habt ihr recht. Pocoyo stellt sich vor, der Besen sei ein Pferd. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Cowboy Pocoyo. Das ist sehr schön. Wirklich sehr schön. Aber das ist nicht... Ah, jetzt spielst du Eishockey und der Besen ist dein Hockeyschläger. Also Eishockey habe ich schon immer gemocht. Uiuiui! Pocoyo schießt und trifft Pocoyo! Pocoyo! Das war sehr schön, Pocoyo, aber... Ah, ja! Weiß einer von euch, was Pocoyo jetzt aus dem Besen gemacht hat? Gitarre! Das ist eine Gitarre! Hey!
Das war ja ganz erstaunlich, wie du das gemacht hast. Ha, Pocoyo, wie du gesprungen bist und dann gerutscht und dann sind die ganzen Steine durcheinander gefallen. Hey, also das war schon toll. Es ist komisch. Ich dachte immer, Besen wären dazu da, Ordnung zu schaffen. Aber mir fällt gerade ein, wollten wir nicht etwas ganz Bestimmtes tun? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Jemand wollte zum Spielen kommen, Pocoyo. Wer war das noch gleich? Könnt ihr Pocoyo helfen und ihm sagen, wer zu Besuch kommen wollte? Genau, Ellie wird jeden Augenblick hier sein. Wir sollten also ganz schnell alles aufräumen. Ich sagte, wir müssen schnell aufräumen, bevor Ellie kommt. Nun beruhige dich doch wieder. Pocoyo, denk mal einen kleinen Moment nach. Wir wollten die Bausteine... Pocoyo, entschuldige, aber jetzt ist wohl nicht der richtige Moment, um... Ach, jetzt verstehe ich. Pocoyo nimmt sein Pferd und macht damit Ordnung. Und mit dem Hockeyschläger. Und mit der Elektrogitarre. Was für ein brillanter Einfall. Blitzschnell sind die Bausteine aufgeräumt. Prima gemacht, Pocoyo! Aufräumen geht ganz schnell, wenn man Spaß dabei hat. Stimmt's, Pocoyo? Ellie! Ja, und da kommt Ellie schon. Ach ja, das war ganz sicher ein richtig guter Tag für Pocoyo. Er hat heute herausgefunden, dass Aufräumen auch Spaß machen kann. Mit ein bisschen Fantasie. Und mir scheint, dass die zwei jetzt den allergrößten Spaß haben, den es gibt. Macht's gut. Bis bald. Hey, da ist Pocoyo. Pocoyo, hier drüben. Pocoyo? Hallo, Pocoyo. Hallo. Also, Pocoyo, was möchtest du denn heute machen? Oh, was haben wir denn da? Weißt du, was das ist, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, was das ist? Das ist ein Telefon! Telefon! Richtig, Pocoyo. Und ich glaube, du möchtest jetzt wissen, wozu es gut ist. Also, dieses komische Ding... Klingeling! Klingeling! ...wird Telefon genannt. Und manchmal macht es ein Geräusch. Es macht... ja, genau, so klingt es. Klingeling. Und wenn es Klingeling macht, dann bedeutet das... Ah, Pocoyo hat eine Idee. Wo willst du denn hin, Pocoyo? Was machst du denn jetzt, Pocoyo? Ah, verstehe, Pocoyo. Du denkst, das Telefon möchte sich mit einem anderen Klingelding unterhalten. Was für eine lustige Idee. Aber ich denke, ein Telefon ist nicht dazu da, sich mit anderen klingelnden Dingen zu unterhalten. Bye, 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 bye
ist jetzt ein bisschen enttäuscht. Kopf hoch, Pocoyo. Vielleicht kann dir jemand helfen? Pato! Ah, da ist Pato schon. Und es sieht ganz so aus, als ob er gerade etwas essen möchte. Ich glaube, Pocoyo möchte dir etwas zeigen, Pato. Telefon! Oh, Pato hat großen Hunger. Und hungrige Enten interessieren sich eigentlich nur fürs Essen. Hast du das gehört? Es hat geklingelt. Und jetzt scheint es zu reden. Na? Willst du nicht herausbekommen, was es sagt? Ja, du. Na komm. Pocoyo, weißt du schon, was man in das Telefon spricht, wenn es klingelt? Du sagst, hallo. Hallo? Hallo? Ganz genau. Gut gemacht. Dazu ist ein Telefon da. Man kann mit Freunden sprechen, sogar wenn sie ganz weit weg sind. Wer hat dich denn nun angerufen, Pocoyo? Wisst ihr vielleicht, wer das am Telefon ist? Das ist Ellie! Ellie! Ja, richtig, du hast es herausbekommen. Gut gemacht, Pocoyo. Ellie feiert ein Fest, deshalb hat sie angerufen. Und jetzt sind Pato und Pocoyo auch eingeladen. Was für ein Glück für Pocoyo und seine Freunde, dass es das Telefon gibt. Ah, da sind ja schon alle. Es sieht so aus, als ob ihr zusammen ein ganz tolles Fest feiert. Ein großes Dankeschön an Ellie. Und an das Telefon natürlich. Macht's gut. Bis bald. Pocoyo und Lula gehen heute an den Strand. Hallo, Pocoyo. Hallo, Lula. Hallo. Wie schön, ein Tag am Strand. Sie haben einen Picknickkorb dabei und einen Sonnenschirm und... Pocoyo, wo läufst du denn hin? Da geht es doch gar nicht zum Strand. Ach, was für eine gute Idee, Pocoyo. Ein Ball. Er ist rund, orange und klein. Damit kann man wunderbar am Strand spielen. Rund. Ja, richtig. Rund, wie ein Kreis. Sehr gut, Pocoyo. Ich bin sicher, Lula freut sich schon darauf, am Strand mit dem Ball zu spielen. Ja. Pocoyo? Der Strand ist aber... Also, das ist auch nicht der Weg. Oh je.
bist du ja. Und wo ist jetzt der Ball? Siehst du ihn, Pocoyo? Welches von den Dingen ist der Ball? Kann vielleicht einer von euch sagen, welches sein Ball ist? Das Runde! Es ist das Runde! Das ist richtig, Pocoyo. Dein Ball ist rund. Jetzt können wir an den Strand gehen. Unser Freund Pato scheint ja viel Spaß zu haben. Sehr schön, Pato. Oh nein, pass auf! Puh, das war aber knapp, Pato, was? Achtung, jetzt kommt Lula! Oh, ui. Armer Pato. Dabei hatte er sich doch solche Mühe gegeben. Pato, ich glaube, Pocoyos Ball ist hier irgendwo dazwischen. Kannst du vielleicht helfen? Rund! Tja, Pato hat recht. Hier gibt es nur runde Dinge. Aber war dein Ball nicht noch irgendwie anders, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, woran er seinen Ball erkennt? Er ist orange! Der Ball ist orange! Orange! Oh, Lula hat ihn auch entdeckt! Nein, nicht schon wieder. Oh, tut mir wirklich leid, Pato. Hey, Ellie jongliert. Wie gut sie das macht. Pass auf, Ellie. Oje. Hallo, Ellie. Ellie! Das sieht jetzt schon etwas schwieriger aus, nicht wahr? Vielleicht solltest du Ellie einfach sagen, wie dein Ball aussieht, Pocoyo. Rund. Orange. Nein, das ist er nicht. Was wissen wir noch über Pocoyos Ball? Er ist rund, er ist orange und... Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Wie kann man herausfinden, welcher sein Ball ist? Er ist klein! Klein! Gut gemacht. So, da du deinen Ball nun wieder hast, können wir jetzt endlich zum Strand gehen. Der Strand, da ist er. Wir haben es doch noch geschafft. Gut gemacht, Pocoyo. Letztendlich ist es doch noch ein herrlicher Tag für Pocoyo geworden. Und für mich übrigens auch. Macht's gut. Bis bald. Rummelschuhe. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hallo, Ellie. Und hallo, Pato. Ah, ich sehe schon, ihr wollt ein Wettrennen machen. Toll. Na, dann alle fertig?
Ich zähle bis drei und ihr ruft alle los. Wollen wir? Fertig? Eins, zwei, drei, los! Und der Sieger des Rennens ist... Pocoyo! Pato ist schon bereit für den Sprungwettbewerb. Gut gemacht, Pocoyo. Ein klasse Sprung, Pato. Du siehst schon fast wie der Weitsprungsieger aus. Was ist denn jetzt? Pech gehabt, Pato. Diesmal hat Ellie gewonnen. Schade, Pato ist ein ganz schlechter Verlierer. Was ist denn das? Ein paar super moderne Sportschuhe. Willst du sie nicht anprobieren, Pato? Nicht schlecht. Oje. Oh nein, Pato! Diese Schuhe machen ja, was sie wollen. Jetzt hast du sie unter Kontrolle, Pato. Hoho, großartig. Pato will wissen, ob ihr beide Lust auf ein kleines Wettrennen habt. Seid ihr alle da? Dann macht wieder mit. Auf die Plätze. Fertig. Los! Pato gewinnt. Ja, Pato, ja, wir wissen es. Ja, du hast gewonnen. Also, ich denke, wir haben schon einen Sieger. Pato gewinnt! Ich glaube, sie wollen nicht mehr mit dir um die Wette laufen, Pato. Ellie hat deine Superschuhe entdeckt. Es scheint, als ob die Schuhe sich nicht ausziehen lassen. Sie wollen. Seht ihr das? Gut gemacht, Baby Pieps und kleine Raupe. Ihr habt es geschafft.
Ich nehme an, du hast heute etwas gelernt, Pato. Schummeln bringt doch nichts, hm? Spielen. Prima Idee, Pocoyo. Oh, was meint ihr? Soll Pato die Schuhe behalten? Nein! Gut gemacht. Bravo, Pato. Gut, wenn man fair bleibt. Hä? Macht's gut. Bis bald. Seilspringen. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hey, sieh mal, da ist Pato. Schnell, Pocoyo, hinter dir. Was macht Pato da? Ich glaube, Pocoyo weiß es nicht. Vielleicht kann einer von euch Pocoyo sagen, was Pato da macht? Richtig! Pato springt mit einem Springseil. Oioioi, wer kommt denn da? Elli! Natürlich! Hallo, Elli! Elli hat auch ein Springseil. Springseil. Pocoyo, Springseil. Ah, verstehe. Pocoyo möchte auch ein Springseil haben. Danke, Elli. Toll! Jetzt könnt ihr alle zusammenspringen. Hey, das ist ein schönes Spiel. Alle springen hinter Elli her. Pocoyo, weißt du denn überhaupt schon, wie man mit einem Seil springt? Eins, zwei, drei. Oje, es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, was? Hey, ich hab's. Warum fragst du nicht einfach Elli und Pato? Bestimmt zeigen sie dir gern, wie man Seil springt. Gut, wenn du dir ganz sicher bist. Eins, zwei, drei. Hoppla. Vielleicht zähle ich diesmal. Hm? Fertig? Eins, zwei, drei. Pocoyo, das Seil. Kannst du sehen, wo es hingeflogen ist? Ups, entschuldige, Schlummerpieps. Armer Pocoyo. Du möchtest so gern mit dem Seil springen, nicht wahr? Was du brauchst, ist Hilfe. Wer könnte dir helfen, das Seilspringen zu lernen? Pocoyo? Wen könnte Pocoyo um Hilfe bitten? Kann das vielleicht einer von euch sagen? Frag Elli und Pato! Das ist eine wunderbare Idee. Pocoyo, warum fragst du nicht Elli und Pato? Pocoyo helfen?
wird denn das? Ah, ein guter Einfall, Pocoyo. Elli und Pato drehen das Seil und du musst nur ans Springen denken. Pocoyo, sie waren doch noch gar nicht bereit. Das Seil muss sich doch drehen, damit du richtig springen kannst. Willst du es noch einmal versuchen? Ja? Gut. Fertig? Eins, zwei, drei. Gut gemacht, Pocoyo. Du hast es geschafft. Du kannst Seil springen. Siehst du, Pocoyo, es ist gar nichts dabei, andere um Hilfe zu bitten. Und außerdem, Seilspringen macht doch einen Riesenspaß. Stimmt's? Ach ja, so endet wieder ein fröhlicher Tag mit unserem kleinen Freund Pocoyo. Naja, ein bisschen springen wir noch weiter. Hm? Und ihr? Macht's gut. Bis bald. Na, wen haben wir denn da? Das sieht doch aus, als wären das unsere Freunde Baby Pieps, Pato und Pocoyo. Hallo. Hallo. Das müssen wir uns mal näher ansehen. Sie scheinen großen Spaß zu haben. Seid schön vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass jemandem irgendetwas passiert. Oh, wie? Pato, was machst du da oben? Wie bist du? Du bist verkehrt herum sozusagen. Kopfüber. Ich weiß, das ist ziemlich seltsam. Pato? Pocoyo. Pato ist, er ist hier, aber nicht da, wo du ihn erwartest. Er ist irgendwie über dir. Er sitzt da fest. Du glaubst mir nicht, stimmt's? Kann mir vielleicht einer von euch helfen? Könnt ihr Pocoyo sagen, wo Pato ist? Er ist da oben. Er ist verkehrt herum. Siehst du, was ich meine? Pato! Pato! Was machen wir jetzt bloß? Spring, Pato, spring! Warte, ich weiß was. Vielleicht kann Elli uns helfen. Sie ist doch so groß. Sie könnte Pato mit ihrem Rüssel greifen und ihn wieder zu uns herunterbringen. Schnell, Pocoyo, geh und bring Elli her. Nicht aufregen, Pato. Elli, wir brauchen deine Hilfe. Es ist ziemlich schwer zu erklären. Vielleicht kommst du mit und ziehst es dir selbst an. Tja, genau das wollte Pocoyo dir erzählen. Du willst hochspringen? Fertig, Pato. Fertig, Elli. Dann zählen wir jetzt bis drei. Eins, zwei, drei. Oh je. Das hat nicht so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder? Was macht Elli denn nun? Verstehe. Oh, Pato, warte, sie will doch nur... Nein, du hast das Falsche. Nein, ich denke, Elli hat eine Idee. Na los, Pato. Fertig, Pato. Spring! Oh je. Wie es aussieht, hat das wieder nicht geklappt. Ja, genau. Pato kann doch fliegen. Weiter, weiter, Pato.
Oh nein. Ach du armer Pato, du. Vielleicht sollten wir Pato ein bisschen aufheitern, Pocoyo. Und was denkt ihr? Ist das eine gute Idee? Ja, heitert ihn auf. Aufheitern. Na, 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 Pato, nicht weinen. Pato, sieh nur, Pocoyo hat deine Lieblingsblumen und deine Gießkanne gebracht. Geht es dir besser, Pato? Ellie hat dir etwas zu trinken gebracht in deinem blauen Lieblingsbecher. Und seht doch nur, wie aufmerksam. Ach, Pato, wie gut, dass du so tolle Freunde hast. Pocoyo, was hast du mit dem Wecker vor? Ah, verstehe. Ihr habt miteinander gespielt und nun ist es Zeit für eine Pause. Pato, sieh dir das an. Du bist wieder runtergekommen. Worauf wartet ihr denn noch? Heute habt ihr Pato wirklich gezeigt, wie viel euch an ihm liegt. Ganz toll, Pocoyo. Ihr seid wunderbare Freunde. Tschüss. Macht's gut. Bis bald. Die verrückte Mixmaschine. Oh, hallo, Pocoyo. Was ist denn da? Oh, eine Maschine? Und eine äußerst seltsame und komplizierte Maschine noch dazu. Was kann denn diese Maschine machen, Pocoyo? Eine Trompete und ein Radio. Mixen. Mixen. Aha, dann ist das also eine Mixmaschine. Eine Mischmaschine. Eine Maschine zum Mischen, ein Mixer. Was ist denn das? Toll! Eine Trompete, die jede Musik spielt, die man sich wünscht. Wie findet ihr das? Gefällt euch Pocoyos neues Spielzeug? Ja, das gefällt uns. Mir auch. Und das ist eine Trompete, die jeder sofort spielen kann. Probier's mal, kleine Raupe. Verrückt, nicht? Wie wollen wir es nennen? Ist es ein Radio? Eine Rampete? Also ich kann nur sagen, das ist wirklich eine ganz erstaunliche Maschine. Hallo, Ellie. Ah, ich verstehe schon. Du wartest auf einen Anruf. Oh, und das ist ein unheimlich wichtiger Anruf. Pocoyo, was machst du denn da? Pocoyo, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Oh je, eine Lokomotive? Und noch Schienen? Seht euch das an! Ein Lokomophon! Achtung, da sitzt jemand auf der Leitung!
Elli, ich fürchte, jetzt hast du deinen Anruf verpasst. Schnell, Elli, abnehmen! Ich glaube nicht, dass du Elli damit eine große Freude gemacht hast, Pocoyo. Ja. Pocoyo, das ist Lulas Knochen. Und eine Sprungfeder? Oh, nein, 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 das tust du besser nicht. Seht euch das an, ein springender Knochen, das ist ja fantastisch. Aber ich fürchte, Lula findet das nicht so toll. Pocoyo, vielleicht reicht es jetzt mit dem Mixen. Hm? Ein Hut. Ein Kuchen. Und ein paar Kerzen. Nochmal! Was denkt ihr? Sollte Pocoyo nicht lieber wieder alles in Ordnung bringen? Ja! Ja! Pocoyo, wahrscheinlich sind deine Freunde böse auf dich. Du hast ohne zu fragen ihre Sachen vermixt. Aber ich glaube immer noch, dass deine Maschine genial ist. Und ich bin da nicht der Einzige, weißt du. Ich habe eine Idee. Wieso lädst du deine Freunde nicht zu einem verrückten Mixmaschinenfest ein? Dazu musst du ja nicht ihre Sachen nehmen. Nein? Was denkt ihr? Sollte Pocoyo so ein Fest für seine Freunde machen? Ja, ein Fest! Ja! Genau, ein Fest, das ist es! Hallo, ihr alle! Willkommen zum verrückten Mixmaschinenfest! Mit fliegenden Kuchen, ballonblasenden Lokomotiven, riesigen Lautsprecherbäumen und nicht zu vergessen mit dem Eiscreme-Blasenbläser. Vorzüglich. Wieder Freunde? Was für ein Fest! Und welche Freude! Bravo, Pocoyo! Mach's gut! Bis bald! Was war denn das? Da sind sie ja schon wieder. Kann vielleicht einer von euch sagen, wer die beiden sind? Pocoyo und Baby Peeps. Ihr habt recht. Hallo, Pocoyo. Hallo, Baby Peeps. Hallo. Pocoyo, was hast du denn heute vor? Pato. Pato? Ah ja, da ist Pato. Und er spielt mit seinen Bauklötzen. Na, dann spielen wir miteinander. Das war lustig, was? Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen. Wo sind sie denn hin? Das muss ein Irrtum sein. Ich bin mir sicher, dass sie nicht einfach gegangen sind, damit du nun alles allein aufräumst. Aha, kleine Raupe beendet gerade ein Puzzle. Wie schön. Spielen? Ja!
Oh je. Das war nicht sehr hilfreich, hm? Ellie und ihre Puppe wollen ein Picknick machen. Von dir, Ellie. Die Ellie-Spezialplätzchen. Und Ellie holt dir noch mehr. Die sehen aber lecker aus. Was für eine Unordnung. Eigentlich bemerkt, dass deine Freunde ziemlich sauer auf dich sind? Pato! Hast du gesehen? Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Ja, Pocoyo, kleine Raupe, ist auch verärgert. Ellie! 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 Einer von euch, Pocoyo, sagen, warum seine Freunde so verärgert sind? Er macht Unordnung. Er ist unordentlich. Das ist richtig. Unordnung. Erinnert ihr euch an Patos Bausteine und an Ellies Picknick und natürlich an kleine Raupes Puzzle? Vielleicht solltest du dich entschuldigen. Pato, Ellie, kleine Raupe. Hier ist jemand, der euch etwas sagen möchte. Entschuldigung. Könnt ihr vielleicht Pocoyo helfen, sich bei seinen Freunden zu entschuldigen? Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Ich denke, wir sollten ihm noch eine Chance geben, oder? Aufräumen. Wie schön. Aber, Pocoyo, was machst du? Ich verstehe das nicht, das ist sehr merkwürdig. Was hast du nur vor? Ah, jetzt sieh's. Pocoyo hat es extra für dich eingerahmt. Das ist ja fabelhaft. Bravo, Pocoyo. Prima, ihr Freunde. Macht's gut. Bis bald.